Dieses Spiel widmet Ihnen die Tischlerei Grömmer in St. Roman, Ihr kompetenter Ansprechpartner für Gastronomieeinrichtungen sowie für individuelle Lösungen im privaten Wohnbereich. Von der Planung bis zur Montage, alles aus einer Hand. Volksfeststimmung beim Derby in St. Roman. Zu Gast nämlich die Nachbarn aus Münzkirchen. 600 Leute sind gekommen und lassen sich diesen Kracher an einem traumhaften Herbstsonntag nicht entgehen. Beide Teams sind von Beginn an bemüht, gute Möglichkeiten bleiben aber Mangelware. Und dann nach gut einer Viertelstunde hier eine Mini-Chance von St. Roman, Pester, und da fehlt nicht allzu viel, der Ball geht knapp an der Stange vorbei. Nach gut einer halben Stunde sind es mal die Gäste, Josef Hamusch mit einer Flanke, die dann richtig gefährlich wird. Der Ex-Profi vom SV Mattersburg überrascht da beinahe Martin Meyer im Kasten der Union. Nach 37 Minuten ein Freistoß. Gabriel Ritzberger, und da klärt zum ersten Mal auch die Querlatte. Der FC kommt allmählich besser ins Spiel. Vor der Pause haben die Gäste sogar noch eine Chance, nachdem die Hausherren im eigenen 16er nicht an den Ball kommen. Zuvor ist es Hamusch, dann Ritzberger und gleich noch einmal, und der passt 1:0 für die Gäste in der 43. Minute. Da sind die Hintermannen von St. Roman einfach viel zu inkonsequent, und dann kommt etwas Glück und etwas Präzision zusammen und Ritzberger sorgt hier kurz vor der Pause für die Führung. Die zweite Halbzeit hat dann noch wirklich viel zu bieten. Derby-Charakter pur. Wir sind in der 52. Minute. Folgende Aktion, die weite Flanke von Hamusch in den Strafraum. Und dann ist es Holzapfel. Der eigene Mann köpfelt ins Tor. Hötzeneder lässt sich zwar feiern, aber in der Wiederholung ist es gut zu sehen, dass Holzapfel den Ball unglücklich ins eigene Tor befördert. Münzkirchen führt in St. Roman nach nicht ganz einer Stunde mit 2:0. Gerade war der Wiederanpfiff, gibt schon die nächste Chance. Wieder ein Freistoß und wieder wird es ganz gefährlich im Strafraum von St. Roman. Hötzeneder hier mit einer Art Ferslerpirouette und Meier krallt sich dann den Ball. Bei St. Roman geht in dieser Phase das Spiel gar nichts mehr, maximal ein Schuss in dieser Kategorie. Stefan Gabauer braucht da wohl noch ein paar Trainingseinheiten. Der Spielertrainer von St. Roman, Richard Tussori, will es besser machen. Thomas Fuchs streckt sich, aber der Ball verfehlt dann letztendlich sein Ziel. Tussori hat ja übrigens auch die Profitrainerlizenz in Ungarn. Dann in der 75. ein Foul an Florian Wallner, und zwar von Thomas Kupka. Und der hat schon die gelbe Karte, deswegen auch die logische Reaktion des Schiris. Gelb-rot, also ein frühzeitiger Duschtermin für Kupka. Das war's noch lange nicht, denn ein paar Minuten später, da gibt es eine kuriose Situation zwischen Kottbauer und Stadler, und Schiri Eidenberger zeigt auf den Elfmeterpunkt. Wir schauen genauer hin und sehen, da war nicht viel, da war so gut wie gar nichts. Dennoch gibt es den Elfmeter. Und da ist auch der Anschlusstreffer. Penzinger trifft, Tor Nummer 4 in der Saison. Fuchs landet in der falschen Ecke. 2:1 nach 83 Minuten. Das gibt noch Selbstvertrauen für die letzte Phase des Spiels. St. Roman wird nochmal stärker. Echte Chancen bleiben aber aus. Und der FC Münzkirchen nützt Kontergelegenheiten. In der Mitte ist es Hamusch. Meier kommt heraus und Hamusch kann da von seiner Routine nichts beweisen. Da muss er den Sack zumachen, da muss er den 6. Saisontreffer machen. Die Gäste kommen dann aber über die Zeit und feiern einen nicht ganz unverdienten Derby-Sieg in St. Roman mit 2:1. Ja, Derby-Sieg tut immer gut, vor allem momentan in der Lage, wo wir sind, mit den angeschlagenen Spielern und Tabellensituation. Und von dem her, Derby-Sieg ist immer gut. Na, wir haben nicht gut gespielt, leider. Münzkirchen war nicht besser, habe 2 Tore erreicht. Ich glaube, Münzkirchen hat 2 Chancen, 2 Tore erreicht. Leider, wir haben ein bisschen wenig Chance und ein bisschen unmotiviert gefühlt. Deswegen verloren heute. Nachdem St. Marienkirchen gegen Schalchen voll punktet, gibt es in der Bezirksliga West einen neuen Tabellenführer. Dorf an der Bram holt sich gegen Mundorfing ein X und ist jetzt Tabellenzweiter. Dritter nach dieser Heimniederlage gegen Münzkirchen jetzt St. Roman, und der FC Münzkirchen distanziert sich mit diesem Dreier von der Abstiegszone.